So Leute, jetzt gibt es einen Tag im härtesten Jugendgefängnis der Welt. Das Video ist von Wissenswert. Schaut gerne bei den Jungs und Mädels vorbei. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Und jetzt geht's los. Es ist der härteste Jugendknast der Welt. Und obwohl es sich kaum von einem richtigen Gefängnis unterscheidet, sind hier sogar Kinder in... Der sieht doch auch noch aus wie ein Kind. Alter, krass. Inhaftiert. Die Rede ist von der Wabash Valley Correctional Facility im amerikanischen Bundesstaat Indiana. Gibt's sowas auch in Deutschland? Nee. Also Kinder werden in Deutschland ja nicht weggesperrt, oder? In dem Hochsicherheitsgefängnis sitzen neben einigen volljährigen Straftätern hauptsächlich Jugendliche ein, aufgrund ihrer schwerwiegenden Verbrechen. Gemeinsam mit den erwachsenen Straftätern und manchem gefährlichen Gangmitglied müssen sie dort Haftstrafen von bis zu 65 Jahren verbüßen. Wir zeigen euch in diesem Video... Reden wir da gerade von Jugendlichen, die bis zu 65 Jahre in den Knast wandern? Also ich bin auf dem Gebiet absolut kein Experte. Aber ich denke mir, okay, man ist als Jugendlicher oder teilweise so als Kind ja manchmal auch ein bisschen dumm. Ich bin selbst als Erwachsener noch manchmal ein bisschen dumm. Aber dass du dann für 65, das ist dein Leben. Junge, dann kommst du mit, keine Ahnung, 70, 80 Jahren wieder raus. Dein Leben ist einfach vorbei. Nicht nur ihren Alten. Also klar, wenn die haben ja dann, ich meine, die müssen ja wahrscheinlich jemanden umgebracht haben oder so. Aber boah, ey, mich würde da mal wirklich eure Meinung interessieren. Wie ihr das seht, ist es gerechtfertigt? Sollte man sowas machen oder gibt es da andere Möglichkeiten? Ich wüsste nicht, was ich machen würde. Alltag, ich weiß auch nicht, wie das in Deutschland geregelt ist. Mit denen sie dort zu kämpfen haben und welche Bestrafung ihnen für Fehlverhalten droht. Ebenfalls präsentieren wir aber auch, welche Hoffnungen sie für ihre Zukunft haben und wie sie ihren Alltag trotzdem positiv gestalten. Deshalb bleibt dran, hier bei Wissenswert. Beginnen wir unser Video damit, erst einmal zu erklären, was die Wabash Valley Correctional Facility eigentlich genau ist. Jo. Das Gefängnis wurde 1992 errichtet und liegt in Indiana, einem Bundesstaat im mittleren Westen der USA. Oh, hier bin ich mal hingeflogen. Hier vorne am Lake Michigan haben irgendwo meine... Nee, ach, ich weiß nicht, was... Das ist der... Warte, was ist das nochmal für mich? Das ist der Bruder... Das war der Bruder meiner... Oma. Keine Ahnung, was das für mich ist. Auf jeden Fall bin ich dann mit meinem Vater hingeflogen. USA. Das Gefängnis erfüllt höchste Sicherheitsstandard, denn dort sind über 2000 der schwersten Kriminellen der USA inhaftiert. Sie werden von einem 4,60 Meter hohen Zaun von der Außenwelt abgeschottet und Stacheldraht sowie ein Elektrozaun sollen Fluchtversuche verhindern. Dafür sorgen zudem auch noch 6 Wachtürme und über 750 Mitarbeiter. Wabash wirkt auf den ersten Blick wie jedes andere Gefängnis auch. Doch hier sitzen, wie erwähnt, nicht nur erwachsene Kriminelle ihre Strafe ab, stattdessen beherbergt vor allem der sogenannte Block D über 40 Teenager und sogar Kinder, die so schwere Verbrechen begangen haben, dass sie in den USA deshalb nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt werden. Hier sind sie dann so lange untergebracht, bis... Ich will das um Gottes Willen nicht rechtfertigen, aber ey, Kinder sind... Das ist super schwer. Ich finde das Thema wirklich echt, kann man wahrscheinlich nicht so leicht beantworten. Ich bin wirklich mal gespannt auf eure Kommentare, wie ihr das einschätzt. Weil, klar, jeder weiß auch als 15- oder 14-Jähriger, dass man sowas nicht macht. Aber... Boah, ey, dein ganzes Leben ist halt kaputt. Dass sie mit 18 Jahren in den normalen Vollzug wechseln. Konkret bedeutet das für ihren Alltag, dass sie bis zu 18 Stunden am Tag in ihren Zellen eingesperrt sind. Genau in diesen Zellen beginnt für die Jugendlichen dann auch ein gewöhnlicher Tag. Und das schon relativ früh. Um 6 Uhr morgens werden sie bereits von den Wärtern geweckt und müssen sich anschließend vor ihren Zellen aufstellen. Die ca. 10 Quadratmeter großen Zellen müssen sie sich übrigens in der Regel auch noch zu zweit teilen und die Insassen verfügen dort über keinerlei Annehmlichkeiten oder Luxus. Sogar etwas wie einen eigenen Fernseher müssen sie sich erst durch gutes Benehmen hart erarbeiten. Ja gut, aber das finde ich eigentlich vollkommen legitim, dass man sich da eben benehmen muss, damit man eben solche Sachen bekommt.
finde ich eigentlich verständlich. Dinge wie PCs oder sogar Videospiele gibt es für die Jugendlichen in Wabash zum Beispiel gar nicht. Ja gut, okay, ein Computer, das würde ja auch schon wieder bedeuten wahrscheinlich, ne? Mit Internet dies, das. Stattdessen ist ihr Alltag geprägt von Disziplin und Drill. Wenn sich die Jugendlichen dann vor ihre Zellen gestellt haben, kommen Wärter vorbei, die eine Zählung der Häftlinge vornehmen. Wenn dieser Prozess schließlich absolviert wurde, kommt es direkt zum nächsten Tagespunkt, dem Frühstück. Oh, ja. Das findet, wie alle anderen Aktivitäten auch, im großen Gemeinschaftsraum des Blocks statt, der im Zentrum des Gebäudes liegt. Was gibt's denn da Leckeres zu essen? Was ist das da? Aber das ist doch nicht Frühstück. Der eine ist doch da so ein Wrap. Nach dem Frühstück beginnt für die Insassen dann etwas, was man in einem Gefängnis Schule. Eigentlich nicht erwarten würde. Und zwar geht es für alle minderjährigen Insassen anschließend zum Schulunterricht. Ja, find ich aber die gut. Gefängnisleitung will den Jugendlichen nämlich die Chance geben, ihren Highschool-Abschluss nachzuholen. Das ist Teil ihres Resozialisierungsprogramms, denn auch wenn sie teilweise sogar bis zu 65 Jahre in Haft sind, sollen sie trotzdem nach ihrer Entlassung die Chance haben, ein ganz normales Leben führen zu können. Anders als an einer normalen Highschool werden jegliche Vergehen, wie etwa mit einem anderen Häftling während des Unterrichts zu reden, hier extrem hart geahndet. Ja gut, also da muss ich auch sagen, das müssen die ja auch machen. Ich meine, da sitzen ja keine Leute, die irgendwie, keine Ahnung, im Supermarkt ein Stück Kaugummi geklaut haben oder so, sondern die müssen ja schon richtig was ausgefressen haben, dass sie als Kinder oder als Jugendliche irgendwie als Erwachsene verurteilt werden, dies, das. Also sollte ein Insasse auch nur einmal negativ auffallen, wird er umgehend in seine Zelle geschickt und eine längere Zeit vom Unterricht suspendiert. Tatsächlich erklärten allerdings einige Lehrer in Interviews, dass ihr Unterricht im Gefängnis von den Häftlingen sehr gut angenommen wird und auch jeder ein großes Interesse daran hat, sich weiterzubilden. Ja, ich glaube, du bist aber auch im Gefängnis dankbar für jede Ablenkung, weißt du? Weil was machst du den ganzen Tag? Dass jemand den Unterricht stört, soll laut einer Lehrerin fast nie vorkommen. Für viele ist der Unterricht nämlich das Highlight des Tages. Jedes Jahr kommen etwa 50 neue Gefangene in die Strafanstalt und... Aber das sind eigentlich gar nicht so viele, wenn man das mal hochrechnet. Also ich meine, wie viele Leute leben in Amerika? Knapp 250 Millionen. Aber klar, es ist halt interessant, dass dort halt eben ja, Jugendliche verurteilt werden. Häufig ist es nicht das erste Mal für die Teenager, für viele Häftlinge. Ich würde gerne mal wissen, was sie gemacht haben. Also ich meine, um diese 65 Jahre zu bekommen, musst du ja schon irgendwie mehrere Leute umgebracht haben, oder nicht? Wie den 17-jährigen Jacob Aldridge, der gegen Bewährungsauflagen verstoßen hat, ist es beispielsweise bereits der zweite Aufenthalt in Wabash Valley. Ja, aber was hat er gemacht? Generell sind Jugendliche wie Jacob keine Ausnahme. 2019 waren in den USA 48.000 Teenager inhaftiert. Die meisten davon in Haftanstalten ähnlich wie Wabash. Obwohl hier erst Kinder ab 12 Jahren mit einer Mindeststrafe von 2 Jahren inhaftiert sind, sind in den USA auch schon 9-jährige Kinder für einige Tage ins Gefängnis gekommen, weil sie zum Beispiel die Schule geschwänzt oder sich im Auto nicht angeschnallt haben. Moment mal. Kinder werden für einige Tage kommen sie ins... Das ist doch nicht real. Was? Stimmt das? Ich bin gerade einfach nur mega verwirrt. Damit halten die USA den Spitzenplatz unter allen westlichen Industrienationen. Für Jacob und den 16-jährigen Aaron McCain, der wegen Raub zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt wurde, geht es nun nach der Ankunft weiter in Zellenblock D. Dort werden sie nicht nur von den Mithäftlingen begrüßt, sondern auch von Justizvollzugsbeamten Morrissey. Der ehemalige Offizier hat im Block das Sagen. Und alle Teenager hören auf sein Wort. Die Konsequenzen, die folgen, wenn man sich ihm widersetzt, so sagt er selber, will man nie kennenlernen. Doch nicht jeder ist so tough wie Morrissey. Im Zellenblock gibt es nämlich auch gute Seelen, wie etwa die Sozialarbeiterin. Es gibt auch gute Seelen, Junge. Erstmal alle Gefängniswerte da drin gedisst. Die Insassen können mit allen möglichen Fragen zu ihr kommen und sie bespricht mit ihnen, wie sie die Zeit im Gefängnis am besten nutzen können oder welche Möglichkeiten für eine vorzeitige Haftentlassung bestehen. Für manche Insassen ist sie fast wie eine Mutter, weshalb sie in Wabash auch den Spitznamen Mami trägt. Oh. Am Mittag gibt es dann für die Insassen eine Pause, in der sich dann alle in der Regel zum Gemeinschaftsraum begeben und dort das jeweilige Mittagsgericht essen. Dieses Essen ist sehr einfach gehalten und nur an Feiertagen. Alter, also das ist aber schon was Feines. Bekommen die Teenager eine wirklich besondere Mahlzeit. So. Wie
wie etwa Grillhähnchen, frischen Salat oder auch ein Dessert. Ach so, das ist jetzt ein Special Day. Annehmlichkeiten oder Süßigkeiten müssen die Jugendlichen lange arbeiten und ihr Taschengeld zusammensparen. So wie etwa der 18-jährige Blake Layman, der erst kürzlich sogar seinen Geburtstag im Gefängnis feierte. Während andere Jugendliche in seinem Alter eine große Party schmeißen, hat sich Jake nämlich sein Taschengeld zusammengespart, um mit einigen Keksen und Süßigkeiten eine eigene kleine Geburtstagstorte zu basteln. Diese teilte er sich dann mit seinen Mitinsassen. Wie er selbst sagt, war das der größte Luxus, den er in der letzten Zeit genießen durfte. Blake wird allerdings noch viele Geburtstage so feiern müssen, denn der Teenager hatte ein Menschenleben auf dem Gewissen und wurde deshalb im Alter von 16 Jahren zu 54 Jahren Haft verurteilt. 54 Jahre. It was bad. Yeah, I definitely regret that day. I regret a lot of everything about it. Wie gesagt, das Ding ist auch, stell dir mal vor, du hast irgendwie Kinder und eins von den Kindern wird von ihm irgendwie weggemacht. Dann ist die Frage so, yo, der ist 16, aber er hat halt das Leben von jemand anderem genommen. So, was ist da die gerechte Strafe? Weil ist der schon wirklich ein Erwachsener? Sollte er jetzt für 56 Jahre weggesperrt werden? Klar, ich meine, wenn du dann irgendwie ein Kind verloren hast, dann willst du ja auf eine gewisse Art, dann denkst du dir, Alter, der muss weggesperrt werden für immer, weil sonst macht er es wieder. Schwierige Sache, ich weiß da wirklich nicht, was ich machen würde, ganz ehrlich. Deswegen, hatte ich ja schon erwähnt, bin ich sehr gespannt auf eure Kommentare, weil ich bin auch niemand, der jetzt irgendwie Jurist ist, der sich damit sonderlich gut auskennt, aber ich habe halt auch nur ein Bauchgefühl und im ersten Moment würde ich sagen, okay, für so einen 16-Jährigen ist es krass, so lange weggesperrt zu werden. Oder einen 9-Jährigen, okay, der für ein paar Tage, aber das wirkt alles so surreal. Nach dem Mittagessen gehen die Teenager dann ihrer Arbeit nach und putzen beispielsweise die Flure oder helfen in der Küche aus. Auch wenn diese Nebenjobs wichtig sind, um die Jugendlichen beschäftigt zu halten, sollen sie sich aber auch jeden Tag mit ihren Taten auseinandersetzen und sich beispielsweise in der Gefängnisbücherei Wissen über das Rechtssystem anzueignen. Viele hoffen dadurch, dass sie Schlupflöcher entdecken und vielleicht doch noch frühzeitig entlassen werden können. Dabei helfen ihnen auch Insassen aus dem Erwachsenentrakt, die in der Bücherei als Mentoren arbeiten. Die Jugendlichen haben am Abend jeweils eine Stunde Freizeit, die sie völlig frei innerhalb der Anlage nutzen können. Nachdem sie dann zurück in ihre Zellen kehren, werden sie für den Rest des Tages eingeschlossen. Lediglich zum Abendessen dürfen sie die Zelle noch einmal verlassen. Doch neben dem zugegeben sehr eingeschränkten Zugang zu Wissen und der knappen Freizeit ist der Alltag in Wabash alles andere als leicht. Die Jugend. Aber die kommen doch dann irgendwann ins normale Gefängnis, ne, wenn sie alt genug sind? Jugendlichen kommen nämlich. Hast du da so einen 50-Jährigen im Jugendgefängnis? Nee, also es wird wahrscheinlich so sein. Selbst oft aus einem Elternhaus, wo sie täglich mit heftigen Auseinandersetzungen rechnen mussten. Auch im Gefängnis kommt es deshalb immer wieder zu Handgreiflichkeiten und Streitereien unter den Häftlingen. Die Wärter haben allerdings eine Null-Toleranz-Grenze und bestrafen solche Ausstreitungen hart. Schon bei kleinen Vergehen werden ihnen Privilegien wie etwa der eigene Fernseher, entzogen. Bei Handgreiflichkeiten drohen ihnen sogar 3 Monate Einzelhaft oder eine direkte Verlegung in den Erwachsenentrakt. Das war's auch schon mit unserem Video. Alter Schwede, das war eine harte Nummer.